Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich bin am Weg hierher gefragt worden von einigen Journalisten, warum ich hier mitmache und warum ich mich hier engagiere. Und ich sage es seit dem Tag, an dem Frau Rosenkranz ihre Kandidatur bekannt gegeben hat, ist es unsere Pflicht, die Pflicht aller Österreicher aufzustehen und zu erklären, dass wir sie nicht als unsere Bundespräsidentin wollen. Und das ist weder eine Hetze, noch ist das eine Kampagne, wie das manche darstellen, sondern das ist der simple Wunsch, in einem Land zu leben, in dem Solidarität, in dem Nächstenliebe, in dem Toleranz und Respekt vorherrschen und nicht eine Gruppe gegen die andere Gruppe aufgehetzt wird, eine Gruppe gegen die andere Gruppe Angst macht und versucht wird, mit Angst, Hass und Intoleranz dieses Land zu destabilisieren. Ja! Aber in ganz Europa, bitte! Und ich bitte Sie alle, nicht nur heute Abend hier zu demonstrieren und solidarisch zu sein, sondern in den nächsten knapp 4 Wochen dafür zu sorgen, dass in ganz Österreich Menschen aufstehen und sagen, wir wollen Frau Rosenkranz nicht als die Vertreterin im höchsten Amt des Staates. Vom Burgenland bis Vorarlberg und von Kärnten bis Niederösterreich sollen die Menschen sagen, wir wollen nicht, dass jemand, der solche rechtsextreme Ansichten vertritt, eine politische Funktion in unserem Land ausübt. Und lassen Sie mich heute nicht über die Verbotsgesetze und über die Leugnung der Shoah reden. Nehmen wir die Slogans, die der Wahlkampfleiter von Frau Rosenkranz jetzt gerade plakatieren lässt. Wir Österreicher wählen, wenn wir wollen. Schon mal gehört? Das letzte Mal 1986 im Waldheim-Wahlkampf. Das letzte Mal, als ich selber in einer Pressekonferenz erklärt habe, dass das, was damals passiert ist, Antisemitismus in Reinkultur war. Und jetzt wird schon wieder plakatiert, wir Österreicher wählen, wen wir wollen. Nona, wen wählen wir denn? Jemand, den uns das Ausland vorschreibt oder nicht vorschreibt? Was soll das? Niemand im Ausland, ganz im Gegenteil zu Waldheim, der die ganze Weltöffentlichkeit über seine Kriegsvergangenheit belogen und betrogen hat, interessiert die Frau Rosenkranz. Wer kennt die Frau Rosenkranz bitte im Ausland? Wer im Ausland hat überhaupt Interesse, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, ob sie hier kandidiert oder nicht? Da wird schon von einer Waldheim-Kampagne geredet. Die Ausländer könnten höchstens den Kopf schütteln über das, was in Österreich passiert ist, aber nicht eine Kampagne darüber führen. Also, das ist schon ein österreichisches Thema und wir brauchen keine Ausländer. Wir brauchen, dass alle Inländer, die am 25. zur Wahl gehen, dorthin gehen und dafür sorgen, dass eine große, breite Mehrheit dafür sorgt, dass Frau Rosenkranz ein Minimum an Stimmen bekommt, dass Frau Rosenkranz und die hinter ihr stehen und die für diese rechtsextreme Politik stehen, einen Denkzettel bekommen, dass die große Mehrheit und nicht die schweigende Mehrheit, sondern die große Mehrheit in diesem Land nichts mit Rechtsextremismus am Hut hat. Dass wir für unsere Kinder und Enkelkinder ein Österreich wollen, in dem es keinen Rechtsextremismus mehr gibt. Und daher brauchen wir keine
Kampagne und auch kein Waldheim und keine ähnlichen Sage, wir wählen, wen wir wollen. Und das Nächste, was dann kommt, ist jetzt erst recht. Was heißt jetzt erst recht? Jetzt muss ganz Österreich wählen gehen am 25. Und wenn dieser heutige Abend Sinn macht, dann nur dann, dass das einer von vielen ist und dass alle Menschen, die sich hier heute zusammengefunden haben, bis zum 25. April weiterarbeiten, damit möglichst viele Menschen wählen gehen und niemand diese Frau Rosenkranz wählt. Ich danke euch.